Servus, grüezi, hallo und moin moin, Burkhard Kado hier und heute bin ich wieder in meiner Heimatstadt in Bremen und zwar bin ich auf der Messe Hanselive, jawohl. Das Leben hat durch Corona auch wieder einen neuen Sinn bekommen. Die Messe ist eröffnet. Allerdings musste man sich vorregistrieren. Man musste seinen Impfausweis hochschicken, ob ihr geimpft, genesen, gechippt oder wie auch immer seid. Ja, und jetzt bin ich hier auf der Messe. Alles sehr großzügig gehalten hier. Und ja, wir gehen mal gemeinsam über die Messe. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und alles Weitere, was wir jetzt hier direkt auf der Bürgerweide Bremen erleben, auf der Hanselive. Das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Yeah! So, und schon gucken wir uns den ersten an. Wir sind hier quasi direkt vor der alten Bremen 1, vor dem alten Bulli. Und jetzt geht's erstmal in mein Lieblingsthema Camping, Freizeit, Wohnmobile. Und zwar bei Reisemobil Frei bin ich. Und Reisemobil Frei, den habe ich vorher noch gar nicht gekannt, der kommt aus Bassum. Und wir sprechen mit dem Alexander Schwenk von Reisemobil Frei. Moin, moin. Hallo, moin. Wo sitzt ihr genau? Erzähl mal eben. Wir sitzen direkt in Bassum, in Neubruchhausen, an der Hauptstraße. Da kann man uns finden. Das Tolle ist, den würde ich nicht wiedererkennen, weil wir haben ja hier diese Maskenpflicht und ich habe mich gerade davon befreit. Hier draußen dürfen wir die Maske runternehmen. Drinnen muss ich die gleich anhaben. Aber wir sind erstmal im Freigelände und mein Lieblingsthema Camping, Caravan, Reisen. Und ich habe hier das Ding gesehen. Der hat es mir gleich angetun. Alexander, erzähl mir ein bisschen, was sehen wir da? Ja, das ist der Steel Drop von der Firma Lifestyle Camper. Der kommt in der Ukraine gefertigt, ist seit 3 Jahren auf dem deutschen Markt. Ist komplett aus Edelstahl, verbaut aus französischem Yachtenholz. Wir sprechen über gerade mal ein Gewicht von 470 Kilo. Ist klein, ist handlich. Das heißt, wir brauchen keinen Trecker. Den kannst du auch mit dem Pkw ziehen. Den kannst du auch mit dem Pkw ziehen. Und mit dem Trike. Ja, genau. Und mit dem Käfer oder mit dem Fiat 500. Also jedes leichte Ding. Genau. Wir gehen mal rein. Der sieht so niedlich aus, das Ding. Guck mal, da macht das Versuch hier. Mensch. Okay, also ein Wohnmobil hat ein bisschen mehr Platz, aber wir wollen ja auch nicht unbedingt nur die Wohnmobile vergleichen. Das ist ja eine kleine, echte Lösung. Vorteil, passt in jede Garage. Hast du korrekt, gesagt, genau, ne? Das ist es. Passt in jede Garage. Was für ein Gewicht haben wir hier? 470 Kilo. 470 Kilo. Toilette habe ich nicht, aber eine Küche habe ich. Eine Küche habe ich. Eine Küche habe ich. Auf geht's in die Küche. Aber das ist auch eine Schönwetterküche, ne? Das ist eine Schönwetterküche, gibt es aber optional auch mit Markise, den man jetzt über Wurfeln rüber macht. Zwei Gestänge, einmal abgespannt, fertig. 10 Minuten Sache. So, und wo bewegen wir uns jetzt hier so preislich? Müssen wir mal eben gucken. Also, Anfang tut das Ganze bei 14,9. Mhm. Jetzt zum Messepreis haben wir natürlich schon voll ausgestattet, sind wir jetzt bei 16,9. Okay, Markise ist im Preis enthalten? Leider nein. Okay. Aber weil du es bist, würde ich das mal zum Umzug. Ja, ich bin ja begeistert von meinem Wohnmobil, meinem Carrado T339 Product Placement. Achtung, Hashtag. Nee, alles gut. Das Ding ist schon, das ist schon klasse. Ein Doppelbett und ich sehe da hinten gerade, wir verbinden das Nützliche mit dem praktischen Dachzelt. Genau. Lass uns da mal rüber gehen. Das Dachzelt ist für beide optional dazu zu kaufen. Genau, hat auch eine Liegefläche von 1,40 x 2,10 Meter. 10 Zentimeter länger als unten. Kann man also bequem mit 4 Leuten verweisen. Auch ein schönes Teil. Ins Dachzelt muss ich noch mal eben hochkommen. Ja. Das haben ja viele von euch noch nicht gesehen. Meine YouTuberei ging ja mit meinem Dachzelt los. Hat ja wirklich was. Aber muss man auch mögen, ne? So, und wenn wir schon mal da sind, dann gucken wir uns jetzt auch mal die Reisemobile an, was ihr hier so stehen habt. Ihr seid ein Sunliving-Händler? Ja, genau, richtig. Sunliving, das Produkt sagt mir gar nichts. Adria. Adria, okay, Adria ist mir ein Begriff. Und jetzt gucken wir uns mal die Alkove von Sunliving an, mit einem wunderschönen Vorzelt davor. Wir gehen mal rein. Tada!
Erzähl uns was zu diesem wunderschönen Fahrzeug. Auf Citroën? Genau, richtig. Eins unserer Modelle. Wir haben insgesamt 22 Fahrzeuge bei uns, alle zu mieten oder zu kaufen. Ihr seid auch Vermieter? Ja, richtig. Okay. Genau. Wo liegen wir dabei? Tagesmiete? Also, wir haben ja Tagesmiete, liegt bei 79 bis 99, Pinkwell Gruppe 1. Eingerichtet oder muss ich da mein Geschirr noch mitbringen? Geschirr kann man dazu buchen. Okay, kostoptional. Ja, kostoptional. Das heißt, wir reden immer über den Leerpreis. Genau. Dann gibt es eine Einführungspauschale, wo einmal alles erklärt wird. Dann gibt es die Einrichtungspauschale. Teller, Tasten hast du nicht gesehen. Oder ihr nehmt euer eigenes mit. Wenn ihr natürlich aus dem Zelt- und Outdoor-Bereich kommt, habt ihr das natürlich alle. Okay, gib mir nochmal eben eure Kontaktdaten hier. Hashtag Product Placement. www.reisemobile-frei.de und wir gehen weiter auf die Messe, mal gucken, was wir hier noch alles finden. So, das war natürlich Camping Deluxe gerade hier, Reisemobile Anhänger, aber jetzt kommt die Urform des Campings. Haha, jeden Tag eine gute Tat, habe ich mir sagen lassen. Ich bin bei den Pfadfindern angekommen, eine Original-Hurte, Jurte, ohne H. Wer bist du? Ich bin Tobias Klemeyer. Tobias. Ich bin Gruppenleiter bei den Pfadfindern in Oberneuland. Bremen-Oberneuland, da bin ich groß geworden, mein Lämmer. Da bin ich sogar konfirmiert. Bremen-Oberneuland, das ist also eine Welt. Das Dorf der Stadtteile eigentlich noch. Und wie heißt euer Stamm, muss man ja sagen? Genau, wir sind Götz von Berlichingen. Leck mich am Arsch. Jesus Maria, das hat er mal gesagt, Götz von Berlin. Dem sagt man das nach. Aber es ist bei den Pfadfindern so, dass man sich nach wichtigen Persönlichkeiten einen Stammesnamen überlegt oder gründet. Und unsere Stammesgründer waren der Meinung, dass Götz von Berlichingen eine passende Person dafür wäre. Seit wann gibt es euch in Oberneuland? Wir haben jetzt letztens 45 Jahre auf dem Buckel. Das ist an meiner Kindheit völlig vorbeigegangen. Für welche Altersgruppe sind Pfadfinder geeignet? Ab 8 Jahren und dann eigentlich bis oben hin. Also bis oben hin offen. Also wir haben auch schon auf einem Bundeslager Leute da, die sind um die 80 dabei. Und was macht ihr? Ihr trefft euch einmal die Woche und dann? Genau, wir treffen uns einmal die Woche zu den Gruppenstunden, wo dann mal im 2-Jahres-Zyklus die Kinder dann da sind. Und dann spielen wir, bringen den Pfadfinder-Techniken bei, wie zum Beispiel das Feld aufbauen oder Feuer machen, was wir uns auch nochmal angucken können. Mit Säge, Axt, Beil umgehen. Und ansonsten mit Spiel und Spaß auf einem Lager zum Beispiel in aller Ruhe und von der ganzen Hektik des Alltags zu verschwinden. Mensch, Camping in seiner Urform. Und für alle, die was wissen wollen, www.deinpfad.de, das soweit von den Pfadfindern. Und wir gucken weiter, was ich jetzt in der Halle so entdecke. Bis dann. Bin ich jetzt? Ja, ihr seid jetzt gerade bei dem Lütz-Landlust-Stand in der Messehalle 5 in Bremen. Ja, und hier gibt es ganz, ganz leckere Lütz-Landlust-Schorlen aus dem Landkreis Diepholz, Wagenfeld, also auch nur 70 Kilometer südlich von Bremen, vollkommen regional. Wir arbeiten mit Direktsäften, die aus der Heimat kommen. Dementsprechend gibt es bei uns nur deutsche Produkte. Also bei uns findet ihr keine Orange oder keine Grapefruit, weil die halt einfach nicht aus Deutschland kommt.
Dementsprechend halt aber auch mal andere Sachen, so wie der Sanddorn oder Stachelbeere, die es nicht überall gibt. Genau, die versetzen wir dann mit unserem Mineralwasser von der Aubo-Quelle. Und das gibt es dann fertig in der Flasche bei uns. Schön gekühlt für 1 Euro. Hast du eine Webseite für mich? Ja, www.aubo.de, aubo-quelle.de oder lützlandlust.de. Genau. So, ich muss ja mal eben sagen, seit 62 Tagen lebe ich ja ketogen und glutenfrei. Und ich habe ja 8,5 Kilo abgenommen. Und ich bin das erste Mal wieder rückfällig und esse was, trinke was, was quasi da nicht reingehört. Aber ich sage euch eins, Lütz Strandlos Apfelsanddorn, hey, das ist lecker. Baby, das haben wir vor 6 Jahren angefangen, haben uns mittlerweile mit den Friseuren und Kosmetikern hier richtig fett eingesessen auf der Messe. Meine Spezialität ist das Sugaring, die Haarentfernung mit der zuckersüßen Paste. Schmerzt nicht, löst das Wachsen ab etc. Viele kennen das schon, die es nicht kennen. Wir freuen uns, wenn ihr uns alle hier morgen besucht und die Bude richtig voll wird. So, jetzt bin ich am Stand von Silvia Schmidt, bekannt aus Euthen, der Stadt, wo ich wohne. Und da hat sie ihr CPP Kosmetikstudio. Und ja, wir haben uns hier getroffen. Und ich muss sagen, das sieht ja sehr spektakulär aus, Silvia. Was macht ihr da? Wir machen gerade eine Aquafacial-Behandlung. Das heißt, ich säubere die Haut mit einem Wasser. Und also wie so ein kleiner Staubsauger ist das für die Haut. Mit Wasser und Druck. Also wir machen Anti-Aging und intensive Hautreinigung gleichzeitig. Also wir machen zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Saubere Haut und Anti-Aging. Anti-Aging, ich bin dabei. Ja. Kinn hoch, beide. Ja, ja, ich sag ja. 8 Kilo, 8,5 ketogene Ernährung. Jetzt machen wir das Gesicht gleich nochmal frisch. Haha. So. Anti-Aging, das ist es, das Doppelkinn ist weg. Jetzt wollen wir mal auch im Gesicht ein bisschen jünger werden. Jetzt bin ich bei Silvia Schmidt aus Euthen und wir kennen uns ja schon lange, sind über Facebook verbunden und sie hat gesagt, nutzt die Stunde, darum bin ich hier auf der Hanse Live und jetzt werde ich hier quasi das Versuchskaninchen sein. Ich habe mehr Angst als Vaterlandsliebe, aber ich bin gespannt. Was soll ich tun? Messebuch, Silvia, herzlichen Dank. Schön. Alles Weitere mal wieder bei dir in Euthen. Und das war mein kleiner Messebesuch hier über die Hanse Live 2021, quasi nach mitten vor dem Lockdown, man weiß es nicht. Also ich muss sagen, ja, schön, dass es die Messe gibt, aber sie ist natürlich doch ein bisschen entspannter und es ist nicht so viel los. Es ist also nicht diese Messeatmosphäre, wie man sie sonst hatte. Ich habe natürlich versucht, ein paar Betreiber, die regional von hier kommen und nicht irgendwelche Global Player zu besuchen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal und alles Weitere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Burkhard Kardo und viele Grüße aus der Messehalle Bremen. Tschüss. Stadthalle Bremen. Tschüss.